Ja, herzlich willkommen, liebe K&K-Community, meine Damen und Herren, liebe Jägerinnen, liebe Jäger. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von K&K Premium. Wenn Sie wissen wollen, ob man mit der Merkel K5, mit der 6,5 Kriegmoor im 6-Gramm-Geschoss Evo Green von RWS und dem Swarovski 2,5 bis 15x44B erfolgreich pirschen kann, dann bleiben Sie dran. Also ich habe nicht unbedingt ein neues Lieblingskaliber gefunden, aber ich habe das natürlich mit großer Aufmerksamkeit verfolgt, den Hype um die 6,5 Creedmoor. Ich halte hier die RWS Evo Green mit 6 Gramm, mit einem 6 Gramm Geschoss in der Hand, mit dem ich jetzt hier gejagt habe. Ich habe über die Creedmoor schon viel gehört. Auch in Südafrika wurde damit erfolgreich auf Großantilopen gejagt. Also unsere Bekannten und auch die Berufsjäger verwenden die Creedmoor dort auch durchaus für die Jagd auf Oryx und Kudu. Und da war ich schon etwas erstaunt. Wollen wir noch mal gucken. Dieses Kaliber hat eine unheimlich hohe Eigenpräzision. Und ich war gespannt auf dieses 6-Gramm-Geschoss, was das wirklich leisten kann, was die Sache bringt. Hat die auch Hochschuss auf 100 Meter? Nee, die ist auf 100 Fleck eingeschossen, weil wir hier mit der ganz einfach zu bedienenden Swarovski ASV arbeiten. 0 ist 100 Meter, grün ist 200, blau ist 250 und der rote Punkt sind 300 Meter. Wieder Schusslaster? Jo. Okay. Wenn man wirklich aktiv jagt und pirscht, dann hat man mit der 6,5 Creedmoor eine große Freude. Sicherlich ist auch hier wieder entscheidend die Schussplatzierung, ja, oder Trefferplatzierung, wie bei allen. Ja, man muss die Kammer treffen. Dann hat dieses Geschoss eine hervorragende Augenblickswirkung. Das wird diese Episode auch zeigen. Ja, der Schuss sitzt im Schusspflaster. Was soll ich jetzt dazu sagen? Funst. Der ging ein bisschen tief. Wahrscheinlich. Der ging ein wenig tief. Ja, ja. Das war mir klar. Aber wollen wir das nochmal wiederholen? Ja. Ungefähr 2 Zentimeter tief, ne, war der jetzt. Ja, ja, es kann sein. War auch so mein Eindruck. Sitzt fast Loch in Loch, nur 2 Zentimeter tief. Hier war der erste und das sind die... der zweite und der dritte Schuss. Ich mache noch einen dritten. Weil mich das ja auch interessiert, wenn es die Möglichkeit gibt, mehrere Stücke hintereinander zu schießen. Ich sage jetzt mal, das ist auf einem Stück Wildbrett. Immer in der Kammer. Immer in der Kammer, ja. Jetzt kommt natürlich dann der innere Schweinehund und sagt, muss ich jetzt nochmal auf Schusspflaster hochkorrigieren, ja? Oder lasse ich es so, diese 2 Zentimeter Abweichung? Das ist jetzt nur der innere Ehrgeiz des Präzisionsfetischisten, sage ich, ja. Wollen wir noch mal gucken. Ja, also da kann man jetzt wirklich nichts zu sagen. Ich würde mal sagen, dass es fast unter 1 Zentimeter hier die Gruppe. Also die sind so dicht beieinander. Wenn ich das jetzt so richtig sehe, liegen die auf dem Schusspflaster fast.
Und ich kann jetzt 2 Zentimeter nach oben korrigieren. Und dann... Sollte das passen, ne? Passt das, ja, ja. Na, guck mal, das ist... Ein Zentimeter. Ja, und das mit warmen Schalldämpfern. Ich weiß jetzt natürlich nicht, die Experten wissen das besser als ich, was das bedeutet. Aber klar, sie hatte im kalten Zustand einen Schuss auf Schusspflaster und im warmen weicht sie eben ab 2 Zentimeter nach unten, ein bisschen nach rechts. Das kann aber auch, kann auch an mir liegen. Also zielballistisch ist das jetzt kein Thema. Ich würde es aber trotzdem 2 Zentimeter oder 3 Zentimeter hochstellen, dass ich sie auf 100 Meter Fleck habe. Dann kann ich mit der ASV entsprechend arbeiten, mit den Klicks. Ich habe eine Höhenverstellung vorgenommen von 2 Zentimetern, um mal zu sehen, ob ich da jetzt das Schusspflaster wieder loche. Höher gekommen bist du. Was? Höher gekommen bist du. Allerdings auch ein klein wenig nach hier drüben. Nach etwas Verwirrung, das war der erste Schuss, das war die Gruppe, die wir dann geschossen haben. Dann haben wir die Anpassung vorgenommen, dann sind wir hier rüber gerutscht. Dann war ein kleiner Ausreißer, da hattest du aber, glaube ich, ein zu viel nach oben geklickt. Und jetzt sind wir wieder hier auf dem Schusspflaster. Das heißt, es kann morgen auf Yacht gehen, Kai-Uwe, ne? Ja, jetzt können wir auf Yacht gehen und mit der Merkel K5 Beute machen. Dieses Kaliber hat eine unheimlich hohe Eigenpräzision. Und ich war gespannt auf dieses 6 Gramm Geschoss. Sie liefert genügend Anschusszeichen. Und ich muss sagen, in der Kombination mit der Merkel K5 mit Schalldämpfer und dem Swarovski 2,5 bis 15 mal 44 war ich mehr als begeistert. Das ist eine sehr schöne Kombination, auch gerade wenn man hier auf weitere Entfernung jagen möchte. Ich habe ja die Einstellung 200, 250. Warte mal. Da steht Muffelwild. Genau da, wo ich den dadurch hier durch. Dieser Kombination, was ich erlegt hätte, wenn es denn liegt. Kommt wieder, Muffel wieder. Wirklich sehr viel Birschzeichen. Dieses 6 Gramm Geschoss als Teilzerleger, das macht natürlich auf, sobald da ein Grashalm zwischen ist, vermutlich, und ähnliches. Aber durch die Mischwälder, die wir hier haben, und dass es genügend freies Schussfeld gibt unter diesen Eichen und Buchen, habe ich da weniger Probleme gesehen. Und ich muss sagen, es macht einen Riesenspaß, und vor allen Dingen in dieser Waffen- und Schalldämpferkombination merkt man keinen Rückschlag. Es macht nur Pitch, das Wild zeichnet. Also sie schießt sich wirklich wie so ein Luftgewehr. Total angenehm. Und da merkt man dann schon den Vorteil der Verwendung eines Schalldämpfers. In der Gesamtkombination war diese Waffe, die Merkel K5 mit dem Schalldämpfer, noch gut handelbar. Die war nicht zu lang. Und sie ist ja eh eine moderne, neue Kipplaufbüchse mit einer sehr schlanken Basküle, mit einem verstellbaren Abzug. Du gesagt hast, etwas tief, ne? Ja, aber das ist genau der Punkt. Wenn du die Waffe auf 100 Meter einschießt, Fleck,
und dann nicht mit der ASV arbeitest und auf 200 hochdrehst, weil es so schnell geht, dann ist das ein Unterschied, wenn du im Vergleich zu dem, wenn du deine Waffe grundsätzlich auf 4 cm hoch einschießt und etwas höher reingehst. Und ich bin mit dem Blatt rein, aber du siehst, ich habe mal unten aufgemacht. Ja, leider. Mein Fehler, kein anderer was für. Aber so ein Bombenabschusshirsch, also ein Knieper, nicht breiter als eine Zigarettenschachtel. Und diese Hirsche werden hier der Wildbahn entnommen mit. Das hat eben geklappt jetzt. Sie hat keinen Stecher, sie hat einen sehr leichtgängigen Spannschieber. Und ich muss sagen, ich habe die K5 sehr gerne geführt oder für sie auch sehr gerne. Von der gesamten Balance passt das. Großes Sehfeld bei der Pirsch, ja, durch die 2,5 bis 15x44, bei kleiner Vergrößerung immer noch großes Sehfeld. Und ich muss sagen, das ist schon eine ideale Kombination, gerade jetzt, wenn wir in Kürze wieder in die Karpaten gehen. Oder wenn ich an die Kahlwildjagd in Schottland denke oder an die Reduktionsjagden hier. Wenn man wirklich aktiv jagt und pirscht, dann hat man mit der 6,5 Creedmoor wirklich eine große Freude. Ja, wir hatten ja bei der Frühpirsch schon Muffelwild vor uns, zwei Jährlingswidder, die uns natürlich spitz hatten. Und wenn der Widder dich einmal eräugt hat, dann kannst du nur noch erstarren wie eine Salzsäure. Du wirst meistens den Kampf gegen das Muffelwild verlieren, weil die dich auch eine Stunde anäugen. Und wenn du dich einmal bewegst, ziehen die weg. Aber so richtig mitbekommen hatten sie nichts, was mit uns ist. Ja, und während wir da so stehen und eine bessere Schussposition gesucht haben, wechselte dieser Damösch uns auf 220 Meter an. Ich habe ihm dann nachher in der einzigen Lücke, die ich hatte, so auf 160 Meter die Kugel angetragen. Er zeichnete auch. Brano sagte, Kugelschlag gehört. Ich sah ja dann, wie er nochmal kurz zurückwechselte und dann wieder nach links rüber. Mein Bauchgefühl sagte mir, der Schuss war nicht perfekt, obwohl ich hinterm Blatt abgekommen war. Nichtsdestotrotz muss man, wenn man die Waffe auf 100 Meter Fleck eingeschossen hat, dann auch zügig mit der ASV arbeiten. Die ist bei Swarovski sehr, sehr einfach zu bedienen. Ich bin aber vor lauter Schnelligkeit gar nicht mehr zugekommen und habe gedacht, intuitiv geh mal mit der Blatt, das müsste passen. Ja, aber dann schießt eben auf 100 Meter Fleck und nicht 4 cm hoch und sofort bist du ein paar Zentimeter zu tief auf 160 Meter. Mein Fehler, muss ich in Zukunft besser machen. Aber wir haben den Kameraden ja bekommen und da waren wir uns nach dem Anschuss auch ziemlich sicher, sonst hätten wir die anderen Beinstücke gar nicht erlegt. Es gibt ja kaum eine Wildart, die einfacher anzusprechen ist als ein Widder. Die Ringe, die Jahresringe sind evident. Da kann jeder, der ein bisschen Ahnung hat, einen Widder relativ schnell ansprechen. Er ist noch nicht ganz unter den Lichtern von den Schnecken her. Und auch natürlich nicht full gecurlt, also hat eine volle Umdrehung, wo wir dann sagen, wenn er auf Augenhöhe, Lichterhöhe wieder ist, ist er 5 im Schnitt. Das sind so kleine Ansprechmerkmale. Das ist ein 3,5-jähriger Widder, der sehr eng gestellt ist. Klassischer Abschusswidder der Klasse B. War eine große Freude und spannende Pirsch. Ja, wie wir sehen, Kai-Uwe, der würde einwachsen, ne? Ja, der würde ein Scheurer werden. Er ist so eng gestellt. Und das sieht man hier, das sagen wir auch, als er uns anäugte, der wird hier unten am Kiefer wird der anfangen zu scheuern. Ja, weil er so eng gestellt ist. Einwachser sind ja dann die hier in den Trägerbereich reingehen. Aber er wird hier unten, das ist abzusehen, wird der zum Scheurer und schränkt dann natürlich auch die Bewegung des Muffelwidders auf Dauer ein. Ja, ja und nicht unerwähnt soll bleiben, dass ich ja seit diesem Frühjahr mit diesem leichten Zielstock jage, auch in den Karpaten, in Polen, Deutschland oder jetzt auch in der Slowakei. Der Magnetostick leicht, führig und in 2 Sekunden aufbaubar. Und der hat heute gute Dienste geleistet, das muss man sagen. Und den gebe ich auch so schnell nicht wieder aus der Hand. Ja, scheint mein Glücksbringer zu sein. Ich hoffe, Ihnen hat diese Episode gefallen. Wenn Sie hier jagen möchten, dann rufen Sie uns an. Wenn diese Episode Sie erreicht hat, wenn Sie neugierig sind auf dieses Revier, dann melden Sie sich doch bei uns in der Jagd- und Fußballhauptstadt unter der Telefonnummer 0231 390 84500 oder senden Sie uns Ihre E-Mail an info@premiumjagd.de. Wir freuen uns, Sie hier zu begrüßen.